Und die genannten Beispiele zeigen, wie wir erfolgreich sein können, wenn wir unsere Stärken stärken. Und wir wollen auch, dass der Erfolg von Dauer ist. Und deshalb arbeiten wir hart daran, dass Europa Zugang hat zu den notwendigen Rohstoffen, die die Wirtschaft von morgen braucht. Wir haben deshalb den Critical Raw Materials Act auf den Weg gebracht, weil wir sicherstellen wollen, dass die notwendigen seltenen Erden und Rohstoffe in Europa nicht knapp werden. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Siliziummetalle ist der am häufigsten genutzte Rohstoff für die Chipherstellung. Derzeit dominiert China mit 76% die weltweite Produktion. Und diese Abhängigkeit von einem einzelnen Rohstofflieferanten